Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 60 Parsecs. Wir haben in den letzten Folgen gelernt, dass dieses Spiel nicht leicht ist. Verdammt schwer. Kann man hier eigentlich jetzt machen? Fantastische Grafik. Ist nicht so wirklich schwer. So, wir gehen direkt in ein neues Abenteuer. Wir machen natürlich wieder den Voyager. Und mir hat es ehrlich gesagt gefallen, die zu spielen. Die hatte ja ein bisschen Intelligenz. Das heißt, sollten wir es nicht schaffen, die Intelligenzbestie mitzunehmen, haben wir immerhin die. Wir brauchen ein bis zwei Leute, die mitkommen. So. Komm, wir legen einfach direkt los. Wir müssen das jetzt langsam mal schaffen, hier ein bisschen besser zu werden. Ein bisschen näher ranzukommen und an das Finish. An gerettet zu werden. Ich weiß nicht, kann man gerettet werden? Ich weiß es gar nicht. Wo soll man überhaupt gerettet werden? Ich weiß es, keine Ahnung. So. Wir brauchen Essen und den ganzen Kram, ne? Ich muss mich hier kurz umsehen. Da ist eine Socke, Überlebenshandbuch. Die Statue ist nicht schlecht, die Intelligenzbestie ist da. Den Typen wollen wir nicht mitnehmen. Das Feuerzeug. Die Intelligenzbestie und was zu essen. So, jetzt gib ihm. Rein da. So, wir brauchen ordentlich was zu essen auf jeden Fall. Energie, scheiß auf Energie. So, das Telefon wäre noch eine gute Möglichkeit mitzunehmen, ne? Wenn ich es finde. Ich sehe da hinten eine Schaufel. Ist jetzt nicht wirklich der krasse Schiss. Aber egal. Das Telefon, ich sehe das Telefon. So. Rein mit dir. Dann gehen wir noch hier hin. Wir nehmen nochmal die Weste mit. Um was zu essen. Oh, ich bin richtig gut drauf. Alter. Ich habe richtig viel am Start. Nehmen wir das hier noch mit. Batterie? Wozu brauche ich eine Batterie? Ich weiß es nicht. Ich nehme sie einfach mit. Komm, schnell noch das Essen hier mitnehmen. Und die Schaufel. Oh Gott, ich habe richtig viel mitgenommen. Ein Typen, das muss reichen. Ich habe keine Stärke dabei, ne? Ich habe keine Stärke dabei. Ist nicht so schlimm. Wir haben die Intelligenzbestie. Und wir haben mich. Ach, die Intelligenzbestie kann nicht rausgehen, weil er zu doof ist. Zu schwach ist. Wir werden sehen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also ich lasse mich mal jetzt mal überraschen, wie ist es mit zwei Personen. Ich wollte maximal ein bis zwei Personen mitnehmen. Ich habe ordentlich was zu essen dabei. Das wird laufen. Das wird laufen. Tag 1. Heute habe ich ein gutes Gefühl. Guck mal, wie viel Suppe wir haben. 9 Stück. Alter Schwede. Hey, dein Astro-Computer-Assistent meldet sich zum Dienst. Du musst wohl Megan sein. Ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass du dich laut meinen Daten dazu qualifiziert hast, Captain dieses Schiffs zu sein und so weiter und so fort. Ja, okay. Ups, was? Nein. Die Bühne gehört dir, Captain. Halte eine Rede. Da ich ja nur die Intelligenzbestie dabei habe, würde ich sagen, eine intelligente Rede, ne? Ich würde sagen, das muss ja eigentlich funktionieren. Wir haben Essen circa für 20 Tage, ne? Eine clevere Rede klang wie eine gute Idee. Das Ganze klappte aber nur, wenn der Redenschwinger, naja, wortgewandt genug ist. Ich bin wortgewandt, was ist das? Finde einen geeigneten Landeplatz. Überlebe 30 Tage mit voller Besatzung. Achso! Ja, ich habe eine volle Besatzung, ne? Naja. Gut, die Rede war schon mal für den Arsch. Das heißt, unsere Leute sind nicht gut drauf. Alles noch in Ordnung. Ja, das ist kacke. Was haben wir hier eigentlich noch? Suppen verzehrt, ja. So, wir haben auch ein bisschen Material mitgenommen. Wir haben hier 30 von dem Zeug. Was kann ich damit machen? Ich kann Verbandskasten herstellen. Und ich kann Suppe herstellen, okay. Habe ich so viel mitgenommen? Krass. Ich war ja richtig gut drauf. Naja, Verbandskasten herstellen ist schon mal eine gute Idee, ne? Dann haben wir den zumindest. Captain, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Die gute ist, dass die Luftschleuse erfolgreich als Weltraumtoilette verwendet werden kann. Sie ist nun voll und kann in den Weltraum entleert werden. Wir sind doch gerade erst einen Tag hier. Die schlechte Nachricht ist, dass die Schleusenklappe blockiert ist. Wenn du sie nicht bald reparierst, wird unsere verstopfte Toilette schnell zur Vernichtung der Menschheit führen. Jetzt oder nie, Captain. Wie wirst du die menschliche Rasse retten? Ich habe ja nur Klebeband. Viele Möglichkeiten habe ich jetzt nicht. Tag 3. Das Klebeband war unsere Rettung, Captain. Die Schleusenklappe ist nun voll, funktionstüchtig
und die lästige Ladung ist weg. Wir sind wieder sicher. Der Gestank wird bestimmt auch verschwinden eines Tages. Ihr beide könnt nun beruhigt sein, Captain. Also bis zur nächsten Krise. Die stellen sich sogar darauf ein, dass wir zu zweit sind. Cool. Captain, das musst du dir anschauen. Die Scanner haben einen Behälter aufgespürt, der in unserer Nähe durch den Weltraum schwebt. Was da wohl drin ist? Was nun, Captain? Sollen wir versuchen, den Behälter an Bord zu holen? Also rein theoretisch bin ich ja eigentlich gut drauf, ne? Soll ich oder soll ich nicht? Kommunikator war eins der wichtigsten Sachen. Ohne Kommunikator kommen wir nicht klar. Weißt du was? Ich probiere es einfach. Gib ihm. Wenn da jetzt Essen drin ist, dann feiere ich. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Essen, 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 Essen. Gut, uns geht noch gut. Die geheimnisvolle Ladung, die unsere Scanner gestern entdeckt hatten, ist nun an Bord. Öffnen in 3, 2, 1, leer. Danke, Spiel, für nix. Leer. Ich habe nichts zu berichten, Captain. Meine Empfehlung wäre, Captain, würdest du dir etwas ausmachen, beim Gehen in deine Hand vor den Mund zu halten? Ich dachte, du hättest heute Nacht gut geschlafen. Moment mal, könnte das hier Langeweile sein? Ich habe gehört, dass ihr Menschen in eurem Leben Begeisterung benötigt, um richtig zu funktionieren. Wie eigenartig. Captain, du sitzt in einem hochmodernen Weltraumshuttle und treibst durch die Tiefen des Kosmos, der voll Wunder und Geheimnisse steckt. Kannst du dir nicht wenigstens so tun, als würdest du dich amüsieren? Also, wir haben hier ein Handbuch, mit dem ich mich amüsieren kann, und die Puppe. Wir nehmen mal die Puppe. Das läuft schon. Tag 5. Ich habe die Puppe verloren. Gestern begann der Tag ziemlich schleppend und langweilig, aber mit einem Puppentheater konntest du ihm eine Wendung zum Positiven geben. Die einzige Puppe, die du hattest, war die Socke, also war es mehr ein Monodrama. Es war immer noch ein sehr beeindruckendes Spektakel, wahrscheinlich das Beste in diesem Abschnitt der Galaxie. Ist ja nichts anderes da. Darauf bist du jetzt stolz, nicht wahr? Nein, ich habe die Socke verloren. Die Show war sogar derartig intensiv, dass die Socke nun unbrauchbar ist. Bloß ein weiteres Opfer im Namen der Kunst. Herstellung abgeschlossen, du bist jetzt hellwach. Du solltest dich vielleicht eine Reparation kippen. Okay, damit beschwert sich über einen leeren Magen. Das ist jetzt noch nicht dramatisch, ne? Wir sind jetzt Tag 5. Hungrig, ne? Sollten wir alle 4 Tage Essen geben? Mhm. Wir gucken erstmal, was hier ansteht. Interessante Neuigkeiten, Captain. Hinter einer der Wandplatten scheint sich ein Hohlraum zu befinden. Vielleicht ein versteckter Raum. Ein geheimes Lager. Es wäre eine Überprüfung wert. Wie willst du herausfinden, was sich hinter der Platte verbirgt? Was ich noch nicht verstehe, sind diese Attribute. Stärke und Beweglichkeit. So. Wir hatten zum Beispiel am Anfang mit der Rede, hatte ich eine gute Intelligenz. Ich hatte 2 Intelligenz. Das ist schon ziemlich gut. Ne? Und der andere war auch eine Intelligenzbestie. Das heißt, es hätte doch eigentlich perfekt funktionieren müssen. Hm. Moment, das könnte jetzt ein bisschen knarren. Mikro ein bisschen höher setzen. So. Besser. So, okay, wir gehen mal auf Beweglichkeit. Ich verstehe es halt noch nicht ganz. Und dann geben wir halt beiden was zu essen. Alle 4 Tage vielleicht. Weil wenn sie zu hungrig werden, verlieren sie halt ihre Punkte, ihre Beweglichkeit. Und das will ich nicht. Gestern habe ich dich auf einen versteckten Raum hinter einer Wandplatte aufmerksam gemacht. Du hast dein Bestes gegeben, um hineinzukommen, hattest aber keinen Erfolg. Warum nicht? Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was sich auf der anderen Seite befindet. Meine Berechnungen belegen, dass die Wahrscheinlichkeit auf einen Schatz wie eine gigantische Suppendose nur 1% beträgt. Mit anderen Worten, definitiv nicht dir Mühe wert. Die haben auf jeden Fall gepatcht. Hier stehen jetzt neue Sachen. So, jetzt sind sie auf jeden Fall nicht hungrig. Alle 4 Tage klingt gut, ne? Du hast in der finstersten Ecke des Schiffs einige verrostete und angeschwollene Suppendosen gefunden. Irgendjemand muss sie dort vor langer Zeit deponiert und dann völlig vergessen haben. Sie sehen nicht wirklich unbedenklich aus, aber andererseits ist es Dosensuppe. Dosensuppe hält doch. Wenn wir eins wissen, dann, dass Dosensuppe hält. Das heißt, wir müssen Tag 9 wieder was zu essen geben, ne? Damit sie nicht verhungern. Ich glaube, nach 5 Tagen sind sie am Verhungern. Ja, nice. 2 Suppe mehr. Das heißt, wir haben jetzt wieder 9. Die uralte Suppe, die du gefunden hast, hat dir zu denken gegeben. Und das ist auch kein Wunder. Sie sieht älter aus als dieses Schiff und trotzdem ist sie hier. Wer könnte sie hier zurückgelassen haben? Andererseits, wen kümmert's? Gratis-Suppe. Was sollte da schief gehen? Kann das sein, dass das hier mal der Bunker war, der dann zum Raumschiff umgebaut worden ist? Deswegen die Suppe?
Oh nein, Feuerzeug oder Schaufel. Weltraumreisen können öde sein, aber es gibt zum Glück Unmengen an Möglichkeiten, um den Spaß ins Weltraum zu bringen. Vertrau mir, ich lebe in einem Computer. Entwerfen wir doch ein Spiel. Dein Spiel braucht ein Spielprinzip. Es könnte sich um einen Gegenstand drehen. Na los, werd kreativ. Was für ein Spiel wirst du empfehlen? Also zuerst mal müssen wir bedenken, was können wir davon gebrauchen? Wir haben hier eine Schaufel und ein Feuerzeug. Haben wir irgendwie mal ein Feuerzeug gebraucht? Schaufel haben wir, glaube ich, nie eingesammelt, ne? Also das Spiel könnte um Brände gehen, dass man quasi so einen Schurken hat, der Weltbrände legt und dann sich in Keks freut und irgendwann gegen einen Baum fällt und dann stirbt. Oder wir machen eine Schatzjagd. Und da ich ja eher so ein Piratentyp bin, ich mag ja so Piratenszenarien, würde ich sagen, nehmen wir die Schaufel, weil ich glaube nicht, dass wir die Schaufel irgendwie großartig brauchen. Es sei denn, wir sind auf dem Planeten und da gibt es irgendwas zu schaufeln. So, ich muss mal jetzt gucken, wo ist hier die Schaufel? Da ist die Schaufel, okay. Gucken wir mal. Hoffen wir, dass die Schaufel es überlebt. Uff. Komm schon, Schaufel, komm schon. Gib dein Bestes, Schaufel. Und die Schaufel ist noch ganz. Huh! Dein Spiel drehte sich um die Schaufel. Das Spielprinzip lautete Tauziehen. Mit der Schaufel? Du und Emmett bekamen jeweils ein Ende der Schaufel in die Hand und begannen zu ziehen. Als Captain hast du natürlich das Schaufelblatt bekommen und Wunder, oh Wunder, Emmett kinderleicht geschlagen. Ich habe dieses Ende bekommen. Ich habe dieses scharfkantige Ende bekommen. Und er bekommt den Griff. Und ich gewinne. Okay. Du hast gespielt, bis niemand mehr mit dir spielen wollte. Es hat aber auf jeden Fall zu guter Stimmung im Shuttle beigetragen. Du beschwerst dich zwar nicht, aber ich weiß, dass du hungrig bist, Captain. Tag 9. Okay, wir können noch eine Runde. Nein. Oh nein, ich wurde gehackt. Das Virus kam aus einer Übertragung von diesen kleinen Asteroiden. Es übernimmt die Flugsteuerung und führt uns weg. Ich würde hier am liebsten gar nichts tun. Ich würde gerne wissen, wo uns der Typ hinbringen möchte. Aber gut, wir probieren es einfach Intelligenz. Moment. Was hat das zu bedeuten? Die Punkte hier. Ist das die Gruppenintelligenz? Nee, oder? Ich glaube nicht. So, Tag 9. Emmett war ja noch nicht so ganz hungrig, ne? Ich habe so das Gefühl, die sind unterschiedlich hungrig. Oh! Du und Emmett haben eine Notfallkonsole mit dem Laufwerk verbunden und das Virus unter Quarantäne gestellt. Ich bin wieder gesund und munter. Danke, Captain. Wir haben den Asteroiden überprüft, von dem das Virus stammte. In Wirklichkeit war es ein Vorratslager für Aliens. Glücklicherweise ist Suppe das Lebensmittel des Universums, natürlich. Dein Magen fühlt sich ziemlich leer an. Emmett fragt noch mehr nach Suppe. Hungrig, okay. Rein theoretisch geben wir jetzt mir was zu essen und Emmett dann in der nächsten Runde. Ne? Es läuft richtig gut. Aber wir wissen alle, wenn es richtig gut läuft, dann wird es später richtig scheiße. Ah, Captain, deine Aufmerksamkeit wird hier benötigt. Das ist ganz und gar nicht normal. Wir registrieren unbekannte Signale. Ich kann nicht identifizieren, wer sie sendet oder was sie beinhalten. Es könnte eine Störung durch eine Sonneneruption sein oder viel schlimmer noch, eine neue Art der Sowjets, ihre Signale zu verschlüsseln. Wir müssen diese Signale so schnell wie möglich entschlüsseln. Nach allem, was wir wissen, könnte unser Überleben davon abhängen. Wer soll die Signale überwachen? Ja, natürlich unsere Intelligenzbestie. Dafür haben wir ihn ja da. Das nächste Mal nehme ich den starken Typen als Captain. Und, nee, und dann die Intelligenzbestie mit. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Weißt du? Beeile dich? Was? Was war das denn gerade? Captain, das musst du dir ansehen. Ich bin wirklich nicht schnell aus der Ruhe zu bringen. Aber das ist der größte Moment für die Menschheit. Ja. Okay. T-3. Okay, Himmelskörper in 3 Tagen. Ich bin am Überlegen, ob wir einen Planeten auslassen und einfach gucken, was passiert, wenn wir weiterfliegen. Ich kann meinen eigenen Kameras nicht glauben. Gerade sind ein Dutzend Kartoffeln an uns vorbeigerast. Captain, das musst du dir ansehen. Sieh nur, wie Lauchstangen, die durch die Temperatur von fast 0 Grad Kelvin gefroren sind, majestätisch zwischen unseren Stabilisatoren gleiten. Eine kommt uns etwas zu nahe und oh, sie ist in unzählige glänzende Splitter zersprungen, die wie winzige Diamanten durchs All schweben. Raumfahrtkartoffeln gehören zu den Feierlichkeiten des Tages der Landwirte auf dem weit entfernten Planeten Katroschok. Wir greifen nach den Sternen.
heißt es in ihrer Übertragung. Dort ist auch von einem Schwesterplay namens Pomodoria die Rede, in dem dieses Ereignis auch bald stattfindet. Wir sollten versuchen, die verschossenen Feiertomaten aus dem Weltall zu fischen, aber wie? Wir haben Tempo? Ich weiß halt nicht, ob das immer das Richtige ist, immer das Gute zu nehmen. Oh, ich habe vergessen, Emmett Essen zu geben. Scheiße! Emmett, es tut mir leid! Ah, die Feiertomaten wurden von den Bauern des Planeten Pomodoria ins Weltall geschossen. Du hast dich aufgewärmt, dich ausgiebig gedehnt und bist dann ganz wie ein anmutiges Jojo in das All rund um das Shuttle geflogen. Du hast eine winzige Kirschtomate nach der anderen aus dem All gepflückt, während der Hunger dein Geschick in neue Höhe trieb. Die Tomaten sind jetzt sicher gelandet. Du hast sie aufgetaut, gekocht und in Dosen abgefüllt und damit hervorragende Mahlzeiten kreiert. Herzlichen Glückwunsch, Captain, du hast Suppe gekocht. So, 2 Tagen, du bist immer noch auf Zack. Emmett. Es tut mir leid, Emmett, ich hab dich einfach vergessen. Ja. Müssen wir die auf jeden Fall früher Essen geben, ne? Ah, sieht richtig gut aus. Captain, bisher habe ich im Shuttle für künstliche Schwerkraft gesorgt. Aber ich muss mich vergewissern, wie gut du und Emmett in einem Umfeld ohne Schwerkraft, wo ihr also gewichtslos seid, zurechtkommt. Der Vorteil dieser Gewichtslosigkeit ist, dass ihr alles überall aufbewahren könnt. Der Nachteil ist, dass es schwerer wird, sich zu bewegen. Übung macht den Meister, aber wenn mehrere Personen gleichzeitig am Schwerelosigkeitstest teilnehmen, wird es chaotisch. Wen wollen wir testen? Emmett ist ja noch nicht so wirklich gut drauf gerade, ne? Ich habe meinen Timer wieder vergessen. Beziehungsweise ich habe drauf gedrückt, aber er hat irgendwie nicht gestartet. Egal. Emmett ist ja momentan nicht gut drauf. Er ist hungrig, weswegen seine Werte wahrscheinlich niedriger sind. Deswegen nehmen wir mich. Weil, ja gut, Emmett ist sowieso nicht beweglich, ne? Was habe ich eigentlich nochmal für Werte? Steht hier gar nicht mehr, ne? Intelligenz brillant. Genial. Schwächlich und passabel. Also ich habe richtig gute Werte eigentlich, ne? Na gut, nehmen wir mich. Emmett, es tut mir leid, ich habe vergessen, dir Essen zu geben. Tag 12. Es läuft richtig gut da, Emmett ist gut drauf. Warum? Du hast den Schwerelosigkeitstest nicht bestanden. Ach, verdammt. Naja, 1 Tag noch. Reparieren wir mal den Kram, ich brauche alles. Ja gut, die Sockenpuppe ist weg. Rein theoretisch. Ich kann die Sockenpuppe ja eh nicht reparieren, ne? Das heißt, ich kann sie doch entsorgen. Ach, kann ich gar nicht. Cool. Nice. Na gut. Captain, eines unserer nicht lebensnotwendigen Systeme kollabiert gerade. Die Fehlfunktion ist ernst und das System will einfach nicht mit mir reden. Ah, ich hab's vergessen. Ich kann den Kommunikator nicht verwenden. Ich verwende lieber den Erste-Hilfe-Kasten. Weil den kann ich auch gleich wieder neu bauen. Oder reparieren. Beide sind hungrig, ne? Wir warten noch 1 Tag und dann geben wir den Essen. Scheiße, ich habe die Figur vergessen. Tag 13. Oh, ein goldener Planet, da waren wir noch nicht. Das Subsystem kollabierte und das Kühlmittel wurde in die Luft freigesetzt. Aber du hast diverse Mittel aus dem Erste-Hilfe-Kasten eingesetzt, um die schädlichen Effekte zu bekämpfen. Jetzt ist er leer, aber ihr beide fühlt euch kerngesund. Ich konnte das freigesetzte Kühlmittel aus dem Shuttle filtern. Es gehört uns. Es geht uns gut, da habt ihr nochmal Glück gehabt. Ein Schwund an Gehirnzellen wäre so ziemlich das Letzte, was wir gerade gebrauchen könnten. Oh ja. Emmett fragt nach Suppe, ja. Weißt du was? Ihr kriegt heute beide Essen. Ja. Haben wir wieder 9. Eine fremde neue Welt, da waren wir noch nicht. Da gehen wir hin. Pass auf, Captain, denn das hier ist der Hammer. Wir nähern uns einem Himmelskörper, der ein Planet zu sein scheint. Meine Scanner erkennen kein Leben, aber einige Strukturen auf der Oberfläche deuten darauf hin, dass er irgendwann mal bewohnt gewesen ist. Das Klima ist rau und unfreundlich, aber selbst das ist immer noch besser, als ziellos im All zu treiben, oder? Wir können eine Ladung versuchen, aber das Einstellen der Koordinaten erfordert ziemlich komplizierte Berechnungen. Zum Glück bist du ziemlich schlau, also solltest du keine Probleme da haben. Sollte ich in Anbetracht dessen das Landungsprotokoll einleiten? Ja, komm. Ich bin ja ziemlich schlau, also. So. Beiden habe ich Essen gegeben, ne? Wir gehen jetzt topfit auf den Planeten. Ich muss Emmett leider rausschicken. Eigentlich brauche ich so eine Intelligenzbestie
die hier ist, weißt du? Und einen, der rausgeht. Weil ich kann ja selber nicht raus. Vielleicht nehme ich das nächste Mal sie einfach mit, Megan, und lasse ihn da. Ist eine gute Idee, ne? Na gut. Landen. Ein goldener Planet. Da waren wir noch nicht. Ich freue mich. Tag 14. Wir sind auch ziemlich schnell auf dem Planeten gelandet. Was ist da los? Überlebe 30 Tage, okay. Finde einen geeigneten Körper. Repariere das Kommunikationsgerät des Shuttles. Warte auf weitere Anweisungen. Okay, reparieren kriege ich hin. Ich habe ja das Telefon dabei, ne? Gute Arbeit, Captain. Obwohl die Landung recht holprig gewesen ist es dir gelungen, das Shuttle mit minimalen Verlusten zu landen. Abgesehen von einigen Schäden an der Kommunikationskonsole scheint alles in Ordnung zu sein. Ich glaube, wir haben hier keinen hoffnungslosen Fall. Jedoch wird es eine Weile dauern, bis ich die optimale Art und Weise der Durchführung der Reparaturen berechnet habe. Bitte bleib geduldig, Captain. Nimm dir erstmal einen Moment Zeit, um deine Umgebung zu betrachten. Wer weiß, vielleicht stellt sich dieser Ort als eine Art Mutopia heraus. Ich hätte die Kuh mitnehmen sollen. Verdammt. Ja, die goldene Kuh. Das Artefakt. Oh Gott, ich brauche das Artefakt. Was für ein seltsamer Fehler. Ich habe natürlich Utopia gemeint. Captain, das Expeditionsmodul ist im hinteren Teil der Kabine und ist jetzt aktiv. Okay. Emmett ist nicht mehr hungrig. Emmett lässt dich wissen, dass er dich als Captain schätzt. Guck mal. Uns geht's richtig gut. Wir haben hier verschiedene Orte. Schlucht. Kriege ich Energie her. Wüste. Ah, das sind Tentakelviecher. Ich weiß nicht, was das hier ist. Gras? Ist Gras schlimm? Oder ist Gras gut? Gefahren. Ich weiß nicht, was das für Gefahren sind. Okay, hier ist Radioaktivität, aber hier kriegen wir das Zeug, um Essen zu holen. Aber ich kann die goldene Kuh nicht holen. Die Frage ist, müssen wir überhaupt raus? Ich meine, ich kann einmal kurz rausgehen, ne? Ist ja jetzt nicht wirklich schlimm, wir haben ja alles. Und wenn er wiederkommt, ist er halt ein bisschen K.O. Guckt euch das an, er ist Intelligenz pur. Was nehmen wir denn mit? Rüstung brauchst du eigentlich nicht mitnehmen, ne? Erhält ein Kapitel über chemische Verbindungen? Bringt Licht ins Dunkel. Gräbt Dinge aus. Was dachtest du denn? Wir könnten die Schaufel mitnehmen, ne? Ja, komm, nehmen wir die Schaufel mit. Gucken wir mal. Kommunikationskonsole, okay. Captain, wir haben Übertragungssignale unbekannten Ursprungs erkannt. Leider wurde bei der Landung die Kommunikationskonsole beschädigt, sodass wir mit ihnen nichts anfangen können, geschweige denn antworten. Wir könnten einen primitiven Feldkommunikator anschließen, um so die beschädigten Subsysteme zu umgehen und Zugriff auf den äußeren Sender und Empfänger zu erhalten. Okay, machen wir. So, reparieren das Klebeband. Ich könnte das Klebeband reparieren. Stein. Mit Stein können wir die Statue machen. Ich glaube, wir brauchen hier die Statue auf jeden Fall. Und dann machen wir den Verbandskasten neu. Hier kriegen wir nur Energie. Ja, aber da ist leider. Kriegen wir irgendwo anders noch Stein? Da. Ich denke, das ist Steinschlag, ne? Gehen wir hier hin. Könnte er denn noch gebrauchen? Eine Rüstung, ne? Schützt unbeholfene Austrobürger bei Stürzen. Wir müssen das Artefakt herstellen. Wenn wir das Artefakt herstellen können. Alter Jungs. Das ist Mutopia. Hallo Welt. Ein voller Erfolg, Captain. Der Kommunikator an der Kommunikationskonsole funktioniert einwandfrei. Ich werde die Ästhetik nicht bewerten, da wir jetzt endlich Übertragungen empfangen können. Jetzt müssen wir nur warten, bis uns jemand kontaktiert. Jemand wird uns schon finden. Irgendwann. Emmett ist losgezogen. Okay, du wirst langsam ziemlich hungrig. Okay. Energie geladen. Einen Tag können wir noch ohne Essen auskommen. 2 Tage kostet mich das. Okay, kann ich gucken, was er hier so macht?
Nein. Es läuft gerade richtig gut, ne? Atombatterie. Wir können jetzt kurz mal gucken. Auftrag ist abgeschlossen. Warte auf Kontakt. Wir müssen jetzt auf Kontakt warten. Okay. Sei gegrüßt, Steuerhinterzieher. Deine Steuern sind 19.003 Jahre überfällig. Die schwarze Sphäre, die diese Worte bedrohlich bepiept hat, ist eine intergalaktische Steuereintreiber. Ich habe sie hereingelassen, weil sie sich einwandfrei und rechtmäßig ausgewiesen hat. Öffentliche Angestellte verdienen Respekt. Sie hält dich für diesen gesamten Planeten verantwortlich. Ich wusste, dass sich ein Überraschungsbesuch lohnen würde. Und hier bist du auch schon. Als erstes werde ich dein Schiff beschlagnahmen. Geh nach draußen, sonst befiehlt die Sphäre. Tu etwas, Captain. Intelligenz. Ein Steuerhintertreiber wollte unser Schiff beschlagnahmen. Du hast behauptet, ein Weltraumtourist zu sein, der diesen Quadranten gerne weiterempfehlen würde. Deine Geschichte waren goldig genug, um den Lebensunterhalt von 10 Goldschmieden zu sichern. Auf deine eifrigen Empfehlungen hin würde hier schon bald eine ausgelassene steuerzahlende Tourismusindustrie gedeihen. Der intergalaktische Steuereintreiber hat nachgegeben. Er hat dir sogar die Option gegeben, eine Beschwerde zu verfassen, die wohl noch schmerzhafter als eine Wurzelbehandlung sei und 3 Terabyte Formulare sowie 60 Jahre Wartezeit beinhalte. Als ich die Sphäre ganz sicher war, dass du keinerlei Beschwerden hast, ist sie verschwunden. Okay. Komm, du kriegst was zu essen. Mädel, du kriegst was zu essen. Ist schon okay. Ich denke, wir kommen klar. Meine Sensoren berichten von einem uralten Gebäude in nächster Nähe, das vollständig von der umliegenden Landschaft verborgen liegt. Die Vorderseite ähnelt einem gähnenden Gesicht. Es ist ein Tempel, ein geheimer sogar. Da drin könnte ein Schatz warten. Auf welche Weise möchtest du den Tempel erkunden? Mit Intelligenz! Ich mache mir ein Fädchen, pack das an mein Raumschiff und dann gehe ich einfach da rein. Dann kann ich mich nämlich nicht verlaufen. So. Aha. Also müsste Emmett wieder da sein, wenn der Verbandskasten fertig ist. Ich muss mal kurz was trinken hier. Tag 17. Achso, den habe ich hergestellt. Och. Ich dachte, den habe ich jetzt bekommen aus dem Dingenskirchens. Du hast dich für den Weg durch den geheimen Tempel entschieden, der geistig anspruchsvoll war. Allerdings konntest du nicht einmal diese grundlegenden Rätsel lösen. Der Tempel bebte, als das riesige Gesicht an der Fassade erwachte und eine dröhnende Stimme sagte: Oh, es tut mir leid. Danke, dass du Geschichten des geheimen Tempels gespielt hast. Bis zum nächsten Mal. Super. Ah, du bist weiterhin auf Zack. Emmett ist noch nicht, ist immer noch unterwegs. Ich weiß nicht, ob du technisch begabt bist oder einfach nur das Glück des Dummen gepachtet hast. Aber der hergestellte Gegenstand ist von hoher Qualität. Klasse. Guck mal, wie gut, Alter, wie gut es uns geht. Wie gut es uns geht, Freunde. Und ob wir mit diesem Status weiterkommen als sonst, das erfahren wir morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.